So, ich bin der Ramses und das ist Jackass. Nee, aber das sind Enten. Guckt mal kurz, die hauen nämlich gleich wieder ab. Seht ihr die Enten, die hier beim Wildgehege rumlaufen? Guck mal, wie nah wir den Enten sind. Oh mein Gott. Überall Enten und die quietschen. Mann, Mann, Mann. Eigentlich sind die gerade alle da hinten in dem Tümpel gewesen und waren baden. Und jetzt kommen sie einfach hierher zu dem Tümpel und chillen hier. Hallo Ente. Das ist der Timo, den habe ich hier im Auto gefangen. Der sitzt im Glaskasten. Eigentlich haben wir gerade hier einen Raid gemacht und sind gerade auf dem Weg zum nächsten Raid. Aber euch schneide ich das rein vor dem Raid. Und jetzt seht ihr gleich das Video, wo es einfach nur mega Probleme gab. Aber guckt euch die Enten an. Herrlich, oder? So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich bin der Ramses. Das ist der Timo. Moin. Stell dich mal dahin, denn da ist die Sonne. So sehe ich dich besser. Das ist der Timo mit seinem Winterschal. Guckt euch das an. Hier ist nämlich überall Winter. Der ganze See ist zugeschneit. Wir stehen hier bei der Wildartentafel. Das sieht herrlich aus. Guckt euch das doch an. Da hinten sind Tische und noch mehr. Wir wollen jetzt den Cobaldium Community Raid machen. Denn 10 Uhr hat der Raid-Boss wieder gewechselt. Terrakium ist weg. Du bist traurig. Der war doch so toll. Cobaldium ist da. Den mag bestimmt keiner. Ich brauche XL für meinen 100er. Hast du schon Shiny Cobaldium? Hab ich. Hat er. Also kann er wieder gehen. Wir wollen jetzt aber hier einladen. Und zwar, hier seht ihr die App und die Wildartentafel. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hier rüber. Ich habe im Community-Tab eine Konda-Liste gepostet für Cobaldium. Ist natürlich Typ Stahl und Typ Kampf. Ihr nehmt also Kampf oder Feuer oder Kampf oder alles andere. 1727 ist das 100er. Und ich habe den Community-Tab hier oben für 11.31 Uhr eingetragen, bei dem mitmacht. Das ist doch nicht. So, jetzt. Bei dem mitmacht Pogehanda, Matze, Hikaru, Henry Niki, Andy Project, 1807, Prinzessin, Ichidomo, Genaya, Heya und Bia Shanga. Der Rest ist leider zu spät. Wir gehen jetzt hier rüber. Der Raid ist wahrscheinlich schon auf. Ich muss mir aber jetzt was suchen, wo ich das dran mache. Das heißt, komm mal mit, der gute Herr. Ich nutze die Funktion der Kamera, sich überall anpassungsfähig dran zu klatschen. Und deswegen versuche ich das jetzt mal hier. Obwohl, hier ist richtig schlecht, weil hier ist die Sonne wie... So, ich weiß nicht warum, da stand gerade Akku schwach, Akku wechseln, aber irgendwie habe ich es jetzt einfach wieder angemacht. Steht wieder da, Akku schwach, Akku wechseln, geht wieder aus. Ich lade mal ein, Moment, ich gehe privat rein. Gruppe erstellen, Glumanda Maus Vogel steht da. So, jetzt ist wenigstens eingeladen. Und was ich mit dir hier mache, weiß ich nicht. Vielleicht ist sie einfach nur kalt. So, jetzt ist schon zweimal die Kamera einfach ausgegangen, weil immer da steht, Akku schwach, bitte Akku wechseln. Obwohl der Akku im Prinzip über der Hälfte ist. Eigentlich ist er fast voll. Vielleicht liegt es daran, weil es so kalt ist oder so. Wir haben jetzt auch schon eingeladen. Achso, die Gruppe ist immer noch privat. Ich mache es jetzt mal öffentlich, nachdem ich eingeladen habe. Bist du drin? Jetzt bin ich wieder drin. Jetzt ist er wieder. Er kommt jetzt über den Öffentlichen. Ich kann euch noch mal was zeigen, wenn es aufnimmt. Wenn ich die Gruppe verlasse, guckt mal, hier ist jetzt dieser Ring. Hier ist jetzt dieser Lobbyring, der euch anzeigt, die Lobbyzeit. Hier steht ja 15 Leute sind drin und da ist ein Ring. Und der Ring ist die Lobbyzeit. Dass ihr von außen schon, wenn ihr nicht in der Lobby seid, trotzdem schon wisst, wie die Zeit der Lobby ist. Timo, du bist guter Mann. Ich gebe dir jetzt mal hier das iPhone mit dem Samyang-Account, dass du den bitte mal drückst, dass ich in einer Hand die Kamera halte und die Kamera gleichzeitig mit meiner Hand wärme. Wir wollen euch noch was anderes zeigen, und zwar hier. Guck mal, da ist ein Rentier. Jetzt hat sich's gestoßen, da kann ich jetzt aber nichts dazu. Hallo Rentier, hallo. Ah, Akku schaltet sich aus. Ja, hau einfach mal drauf. Ja. So, der Akku hat sich leider schon wieder ausgeschalten. Habe ich noch nie gehabt, noch nie erlebt. Ich glaube, nach dem Raid werde ich einfach den anderen Akku reinmachen.
Ich habe ja noch einen Ersatzakku dabei. Ist für den Raid natürlich schade. Ich wollte euch doch nur das Rentier zeigen. Das hat sogar seinen eigenen Nikolausstiefel hier stehen. Wir raiden jetzt gerade das Kobalium. Wenn nicht, muss ich den Raid einfach nur mit Kamera hier zeigen. Ohne das. Ich weiß nämlich, da muss ich das Bild sonst immer zu hin und her schieben. Alles immer zu die Aufnahme wieder neu und alt. Aber guck doch nochmal. Es hat seinen eigenen Nikolausstiefel mit Nüssen drin. Und eigentlich darf das gar nicht ausgehen, weil die Sonne scheint doch. Und die Sonne heißt doch eigentlich, dass es warm ist. Ich tue jetzt mal die Hand hier drumlegen. Bin mit dir aufgestiegen. Also habe mit dir eine Interaktion. Mit dem Heya, den habe ich nämlich gerade frisch geedit für den Raid. Dann haben wir jetzt hier, wer ist alles dabei? Pfirsich Schatzi, geballte Ladung, Henry Niggi, Starläufer, Hikaru, Reisender, Bierschanger, Blood and Tears, Bierschanger, Stylish, Blood and Tears, letzter Angriff, Dusel gehabt. 1727 war das 100er und wir haben 1660, schöner Schnee, Bodenhintergrund, was ich aber nicht verstehe, sonst Empfangbildschirm, war das doch schon alles verschneit und weiß und winterlich. Und jetzt sieht es aus wie, der Winter ist gleich vorbei, es ist nur noch ein bisschen Schnee da, das Grüne kommt schon wieder durch, als wird einfach alles wegtauen. Was hast du, wie viel hast du? Gar nichts? Ich habe 1693 und 1670. 1693 und 1670, richtig. Das hat der Herr. Jetzt muss ich nur versuchen irgendwie zu fangen. Dafür klemme ich euch trotzdem mal kurz hier dran. So. Hoffe, dass der Akku jetzt wenigstens kurz hält, dass wir wenigstens fangen können. Ich glaube, der lässt sich wieder sehr gut fangen. Bis jetzt steht er auf jeden Fall an einer Stelle und macht gar nichts. Jetzt kommt er raus, aber ist egal. Wir curven nochmal. Der hat hier so eine Seerobbe am Hals, wie ihr seht. Das ist sehr lustig. Da tue ich mich jedes Mal drüber besemmeln. Vielleicht sollte ich aufhören, immer so weit nach links zu werfen und mal auf das Pokémon werfen, dann bleibt er bestimmt auch besser drin, als wenn ihr jedes Mal daneben werft. So, die Position hier ist auch schlecht. Ich stelle euch lieber mal dahin, denn jetzt werdet ihr sehen, plötzlich sieht alles viel besser aus. Seht ihr das, wie plötzlich alles viel besser aussieht? Jetzt hänge ich mich hier hin und versuche hier zu fangen. Da sieht der Timo mal, was das für ein Krampf ist, wenn man Videos macht. Was alles schief geht, auf was man alles achten muss. Und Critical Catch, da ist er drin. Zack, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, 4XL gibt's. Wir haben jetzt 137. Wie gesagt, ich habe 200er. Ich brauche also gar nicht so viel, weil ich habe schon über 100 XL Bonbons. Das ist sehr gut, da reicht vielleicht sogar die Raid Mania. Da muss ich am Wochenende gar nicht so viel mitmachen. Oder wir machen einfach am Wochenende mit für Interaktion, wenn wir Raids für Zuschauer machen. Und trotzdem dann noch Raid Mania. Und dann kriegt das zweite halt auch noch was ab. So, die Tiere sind mehr geworden, wie ich sehe. Wir haben auch noch einen zweiten Raid gepostet. Ein Mega für Nondo haben wir auch noch direkt gepostet. Da müssen wir jetzt auch noch hin. Das kommt dann in dem extra Video. Vergesst nicht, Arctip gibt es neu als Shiny. Das Video kommt heute am Donnerstag noch raus. Mega für Nondo lade ich euch für Freitag hoch. Und guckt euch nochmal die Tiere an. Jetzt ist eins weggerannt. Hallo! Hallo! Das machst du aber schön. Vielleicht geht die Kamera wieder aus. Guck mal, wie viele das sind und wie klein und jung und zart und wie pervers sich das alles anhört. So, Timo, danke für den Raid, danke fürs Helfen. Gerne. Hast du gefangen? Ich bin gerade dabei. Er ist noch am Fangen. Ja, gleich wieder, erst kriegt er ein Lob und dann kriegt er gleich wieder eine Aufgabe drauf gesemmelt. So, das ist so hier. Das ist ernsthaft, das ist hier Berufsleben, ne? Auch wenn ihr mal denkt, das ist Spaß. Das geht hier um die Wurst. Um die Wildwurst. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Timo. Ciao.